Meine lieben Leidensgenossinnen und ihre Angehörigen, es ist schön, dass wir uns hier alle versammelt haben, auch wenn es kein so erfreuliches Ereignis ist. Dies zeigt doch jedoch, dass viele von uns betroffen sind. Wer von euch kennt dies nicht? Auch wenn man mal Zeit hat, mehr als 7 Stunden zu schlafen, ist man erschöpft und müde. Man fährt zur Arbeit und kann sich kaum noch auf die Arbeit konzentrieren, kommt nach Hause, falls kein Schwindelanfall dazwischen gerutscht ist und am Abend im Kreis der Familie sich zurückzieht, weil man sich depressiv fühlt und einfach seine Ruhe haben möchte. Das sind nur einige Symptome von vielen, welche der Eisenmangel verursacht. Ich persönlich funktioniere nicht mehr. Nicht als Mensch, nicht als Arbeitnehmerin, nicht als Frau, nicht als ich selbst. Ich versuche es und auch wenn ich mir Mühe gebe, es ist etwas, was ich nicht selber beeinflussen kann. Bei mir ging es so weit, dass ich einen Schwindelanfall erlitten habe und einfach umgekippt bin. Ich habe alle Symptome ignoriert. Ach, ich bin müde, weil ich viel arbeite. Ach, mir ist schwindelig, weil ich nicht 3-mal am Tag esse. Ach, ich habe Kopfschmerzen, ich habe nicht genug getrunken. Und meine Haare fallen aus, da ich ja so gestresst bin. Nein, dem war nicht so. In der Praxis wurde mir dann mitgeteilt, dass ich zu wenig Eisen im Körper habe. Und dass ich froh sein kann, dass beim Umkippen nichts Schlimmeres passiert ist. Nach meinen angeordneten Eiseninfusionen habe ich rasch gemerkt, dass es nicht am Stress oder regelmäßigem Essen etc. gelegen hat. Ich fühlte mich besser, voller Energie und konnte wieder meinen Tagesablauf nachgehen, ohne dass mir jemand sagt, hey, du bist heute wieder schlecht gelaunt oder bitte etwas mehr Konzentration. Ich konnte im Privatleben wie auch im Job wieder normal funktionieren und leben. Stellt euch vor, ihr seid gerade beim Autofahren oder haltet euer Kind auf den Armen und kippt einfach um. Das ist nicht verantwortbar. Es ist ebenso nicht verantwortbar, dass ihr durch eure Stimmungsschwankungen eure Arbeitskollegen in den Wahnsinn treibt. Oder auch nicht verantwortbar, dass ihr gar nicht zur Arbeit erscheinen könnt, weil ihr ständiges Kopfweh habt. Zu Hause nerven sich dann ebenfalls alle über euch. Soziale Aufgaben oder familiäre Verpflichtungen wahrnehmen zu können, von denen sprechen wir erst gar nicht. Was ist das Fazit? Entweder man bekommt die Eiseninfusion oder man verliert seinen Arbeitsplatz, vernachlässigt seine Familie und Freunde und wird dann noch mehr krank. Wo führt uns das hin? Ich frage mich, was überlegen unsere Politiker Tag für Tag, wenn sie sich an die schönen runden Tische setzen? Seht ihr eigentlich nur die Zahlen und entscheidet dann, egal was es kostet und was es für Konsequenzen hat? Klar, auf den ersten Blick könntet ihr recht haben. Man kann sicherlich einiges einsparen. Aber habt ihr an die Langzeitfolgen gedacht? Ist es das wirklich wert? Ein Beispiel. Eine alleinerziehende Mutter mit 2 Töchtern brauchen alle eine Eiseninfusion. Nehmen wir mal an, ihr Politiker setzt den Ferritinwert so tief an, dass wir Leidensgenossen die Infusion selbst bezahlen müssen. Wie wird das enden? Spielen wir das Szenario mal durch. Sie gehen zur Eiseninfusion, dann kommt die Rechnung. Diese kann aber nicht verglichen werden, aus diversen Gründen. Nach einigen Tagen kommt die erste Mahnung, später die zweite und dann hoppla, vielleicht flattert sogar die Betreibung ins Haus und die Pfändung wird dann durchzogen. Wir wissen alle, wie das enden kann. Nehmen wir mal an, die 3 gehen wegen eines politisch zu hohen Ferritinwertes nicht zur Infusion. Der Körper braucht dann viel mehr, um sich von den Folgeschäden zu erholen. Ergo, höhere Arztkosten und somit auch mehr Kosten für die Krankenkassen und damit wieder höhere Prämien für uns Normalbürgerliche. Zum Beispiel, Aufsuchen eines Psychologen wegen den Depressionen oder Termine bei weiteren Spezialisten, weil man denkt, es ist was anderes. Dabei könnte eine Eiseninfusion dies alles verhindern. Es ist irreführend zu denken, dass die Einstellung der Bezahlung der Eiseninfusionen von der Krankenkasse eine langfristige Einsparung mit sich bringen wird. Nein, es ist eher das Gegenteil, denn somit entstehen noch mehr Kosten für alle.
Habt ihr darüber mal nachgedacht, ihr lieben Politiker? Habt ihr euch überhaupt mal damit auseinandergesetzt, was die medizinischen Langzeitfolgen und die finanziellen Mehrbelastungen sein könnten? Oder, fürs Protokoll, es ist keine Unterstellung, nur eine Frage, ist es sogar Absicht unseres medizinischen Systems, die Kosten noch mehr in die Höhe zu treiben? Mein Appell an alle Politiker, die nur die Zahlen sehen und nicht über uns Menschen nachdenken. Wo bleibt die humane Achtsamkeit und die Menschlichkeit? Könnt ihr nachts schlafen mit der Gewissheit, wenn ihr das jetzige Bezahlungssystem abschafft, dass zwar eure Zahlen kurz toll aussehen werden, jedoch tausende Menschen darunter leiden? Könnt ihr dies verantworten? Denkt daran, auch ihr habt eine Frau, eine Tochter, eine Schwester, eine Enkelin, die ebenfalls darunter gelitten haben, leiden oder sogar leiden werden. Und nicht jeder hat das Privileg, genug Geld auf dem Konto zu haben, um sich die notwendigen Eiseninfusionen zu leisten. Ich frage Sie nochmals, ist es das wirklich wert?